Forschungsteams weltweit haben eine Serie gewaltiger Sonneneruptionen verzeichnet. Eine große Gefahr für die internationale Raumstation. Ihre Besatzung musste wegen des gigantischen Protonensturms schnell in Deckung gehen. Und auch auf der Erde haben Sonneneruptionen solchen Ausmaßes Folgen. Wie die Gefahrensituation auf der ISS genau ablief, wie bedroht die Besatzung wirklich war und inwieweit das Brodeln der Sonne auch für uns Menschen auf der Erde gefährlich ist, jetzt in Klicks und Science and Fiction. Herzlich willkommen. Die aktuellen Sonneneruptionen stufen Forschungsteams in die höchste der 5 bestehenden Kategorien ein, Stufe X. Sie brechen alle Rekorde. Die Klassen A, B, C und M bezeichnen Sonnenaktivität von nicht solch einem gewaltigen Ausmaß. Am 4. September hatte die jüngste Serie mit schwachen Ausbrüchen begonnen. 2 Tage später folgte dann eine der stärksten Eruptionen der letzten 12 Jahre und gleichzeitig eine der 5 heftigsten, die je auf der Sonne beobachtet worden waren. Daraufhin folgte dann ein Sonnenbeben, von Forschungsteams auch koronaler Massenauswurf genannt. Solch eine Eruption hat die Energie von mehreren, Achtung, Milliarden Atombombenexplosionen. Jetzt konnten Forschungsteams auch herausfinden, wo der Ausgangspunkt für die Eruptionsserie liegt, und zwar am Rand der sichtbaren Sonnenscheibe, der sich von der Erde wegdreht. Die NASA hat die Eruption mit ihrem Solar Dynamics Observatory festgehalten. Auf einem Bild ist ein greller UV-Blitz zu erkennen. Grob gesagt sind Sonneneruptionen elektromagnetische Vorgänge innerhalb des Sterns. Aus der Sonnenatmosphäre wird dabei eine gigantische Wolke aus Gas herausgeschleudert. Unvorstellbar heiß, die dabei ausgestoßenen Teilchen, genauer Protonen, können im Weltall Geschwindigkeiten von mehreren Millionen Kilometern pro Stunde erreichen und dabei auch problemlos die Hülle eines Raumschiffes durchdringen. Eine große Gefahrenquelle, also tatsächlich für die internationale Raumstation, für die ISS. Wenn man bedenkt, dass sie in gut 400 Kilometern Höhe über der Erde kreist. Ein Teilchenschauer kann ohne den Großteil der schützenden Wirkung der Erdatmosphäre tatsächlich gravierend sein. Worüber kaum etwas in den Medien zu erfahren war, die Besatzung auf der ISS hat am 10. September, also vor wenigen Tagen, als der Protonensturm immer stärker wurde, dann tatsächlich den Befehl Alert, also Alarm, erhalten. Daraufhin musste die Besatzung einige Zeit in einem Schutzraum ausharren. Zudem bekamen sie die Anweisung, weniger geschützte Bereiche der Raumstation aufgrund der starken Strahlung zu meiden. Roskosmos, die russische Raumfahrtbehörde, betont trotz allem, dass das alles eine reine Vorsichtsmaßnahme gewesen sei, denn die ISS sei sehr sicher konstruiert. Die spannende Frage jetzt: Können solche Eruptionen auch der Erde und uns Menschen darauf gefährlich werden? Der Abstand zwischen Sonne und Erde beträgt ja 150 Millionen Kilometer. Dazu kommt die schützende Wirkung der Erdatmosphäre, und trotzdem hat die Sonnenaktivität auch Folgen für uns. Sonneneruptionen formen Plasmawolken und dadurch entstehen magnetische Stürme in unserer Erdatmosphäre. Das Problem: Solche Ausbrüche sind nicht wirklich vorauszusehen, doch die Signale einer Sonneneruption erreichen die Erde innerhalb von etwa nur 8 Minuten. Dann dringt Röntgenstrahlung in die Ionosphäre ein und verändert die Eigenschaften so, dass Funkwellen sich nicht mehr ausbreiten können. Vor allem Kurz- und Ultrakurzwellen sind betroffen. Dort findet vor allem der Amateur- und Mobilfunk statt. Auch GPS war vom aktuellen Sonnensturm betroffen, also das Global Positioning System. Es gibt auch einige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die die Sonnenausbrüche mit Naturkatastrophen hier auf der Erde in Verbindung setzen. Taifune, Erdbeben und auch solche Hurricanes wie Harvey und Irma könnten indirekt Folgen von Sonneneruptionen sein. Klingt logisch, wenn man bedenkt, welch eine starke Energiequelle die Sonne darstellt. Eruptionen sind nach Ansichten einiger Forschungsteams zwar nicht der direkte Auslöser solcher Naturkatastrophen, doch selbst kleine Störungen der Sonnenaktivität könnten lokale Wetterbedingungen demnach verstärken. Und es gibt weitere indirekte Konsequenzen, die ein starker Sonnensturm mit sich bringt. Ein Forschungsteam aus den USA hat beispielsweise ermittelt, dass bis zu 2/3 aller Amerikaner durch einen starken Sonnensturm vom Strom- und Telekommunikationsnetz abgetrennt werden könnten. Der Schaden für die Wirtschaft und Infrastruktur wäre enorm und beträgt den Schätzungen zufolge 8 bis gut 40 Milliarden US-Dollar täglich. Ja. In den betroffenen Nächten Anfang des Monats waren übrigens vor allem in Skandinavien kräftige Polarlichter zu sehen. Durch den Dichte- und Geschwindigkeitswechsel im Sonnenwind entstehen Schwankungen im Magnetfeld. Elektrisch geladene Teilchen des Sonnenwinds
schlagen je in einem Ring um Süd- und Nordpol ein, da sie den Linien des Magnetfeldes folgen. Durch ihre hohe Intensität leuchtet es dann am Himmel. Auch wenn das ein tolles Naturspektakel ist, hat es seine Schattenseiten, denn an den Polarregionen schützt das Erdmagnetfeld weniger. Manche Expertinnen und Expertinnen sagen, dass es bei aktuellen Sonneneruptionen sinnvoll sei, Verkehrsflugzeuge andere Routen, also nicht über die Arktis zum Beispiel fliegen zu lassen oder Grönland. Dieses Mal ging der gigantische Sonnensturm für die Menschheit glimpflich aus. Ich halte euch hier auf dem Laufenden, wie sich die Sonnenaktivität jetzt entwickelt und ob noch etwas hinterherkommt. Hier bei Klicksum erfahrt ihr es sofort. Wenn ihr kein Video dazu verpassen wollt, dann drückt mir hier ein Abo aufs Auge und vergesst nicht den auf die Glocke. Hier geht es weiter mit Planetenkonstellation Polt Sonne um. Auch ein sehr interessantes Video. Draufklicken, wenn ihr mehr wissen wollt. Und ansonsten bis dann. Bleibt dran.